Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Thomas-Mann-Freunde, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung und freue mich außerordentlich, Ihnen Herrn Professor Hans-Georg Pott vorstellen zu dürfen. Hans-Georg Pott wird heute über die beiden bedeutendsten Autoren des 20. Jahrhunderts sprechen, Thomas Mann und Robert Musil. In seinem Vortrag wird er zeigen, wie der jeweils unterschiedliche Blick auf die Welt durch Verzauberung bei Thomas Mann und Entzauberung bei Robert Musil Sinnhaftigkeit oder Sinnlehre erzeugt. Was das genau bedeutet, werden Sie gleich hören. Hans-Georg Pott, insofern ich ihn hier überhaupt in dieser Runde vorstellen muss, denn ich glaube, er ist den meisten von Ihnen bekannt, hat Germanistik und Philosophie in Berlin, Mainz und Düsseldorf studiert. 1974 folgte die Promotion mit einer Arbeit zur philosophischen Ästhetik und 1979 die Habilitation. Im Jahre 1983 wurde er auf eine Universitätsprofessur an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf berufen. Von 1983 bis 1989 war er zudem Leiter des Eichendorff-Instituts. Zu seinen Forschungsschwerpunkten und Interessen gehören Kultur und Gewalt, Alterskulturen, Aufklärung und Religion. Seit dem 1. April dieses Jahres ist Hans-Georg Pott zu unser aller Bedauern im Ruhestand. Aber die neu gewonnene Zeit, denn ich weiß, Herr Pott, Sie haben noch viel vor, lässt uns alle auf noch zahlreiche Beiträge zur Literatur des 20. Jahrhunderts und auch noch zu anderen Dingen hoffen. Zauberer, Entzauberer, Thomas Mann und Robert Musil, Politik und Kultur im 20. Jahrhundert. Lieber Herr Pott, wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Frau Albracht, es freut mich ganz besonders, hier heute Abend einen Vortrag halten zu dürfen. Ich habe mich in meiner wissenschaftlichen Laufbahn, die nun, wie Sie hörten, jedenfalls formal beamtenrechtlich dem Ende zugegangen ist, mehr eigentlich mit Musil in Publikationen vor allen Dingen als mit Thomas Mann beschäftigt. Aber da hier eine sehr rege Thomas Mann-Gesellschaft in Düsseldorf entstanden ist, zum Teil ja von meinen Schülerinnen und Schülern, habe ich mich doch veranlasst gesehen, mich auch ein wenig intensiver jetzt mit Thomas Mann zu beschäftigen, und das kann ja auch noch weitergehen. Ich habe einen Vortrag vorbereitet, der circa an die 60 Minuten reichen wird. Und er besteht aus 5 Kapiteln. Ich darf Sie ganz kurz vorstellen, damit Sie sich ein wenig orientieren können. Ein erstes Kapitel behandelt Persönliches, also die persönlichen Beziehungen von Musil und Thomas Mann. Ein zweites Kapitel wird zur Funktion von Literatur, über die Funktion von Literatur handeln in Bezug auf die Erkenntnis von Geschichte. Das ist vielleicht nur scheinbar ein Exkurs. Das dritte Kapitel wird dann das Problem entfalten, Zauberer, Entzauberer. Wobei, ein klein wenig möchte ich Sie korrigieren, Frau Albrecht, beide sind sowohl Zauberer als Entzauberer. Ich wollte nicht dem einen sozusagen den Titel des Zauberers geben und dem anderen dann dem Entzauberer. Viertes Kapitel, 2 Romane. Da handelt es sich, wie Sie sich sicher denken werden, um die beiden bedeutendsten deutschsprachigen Romane des 20. Jahrhunderts, nämlich Thomas Manns Zauberwerk und Musils Mann ohne Eigenschaften. Und ein fünftes abschließendes Kapitel ist allerdings vielleicht sogar von der Problemgeschichte das Wichtigste, es heißt Heilige Gefühle. Ich beginne mit Persönliches. Am 16. November 1935 liest Robert Musil im Züricher Kramhof aus dem noch nicht erschienenen dritten Band des Mann ohne Eigenschaften. Anwesend sind unter einer erlesenen Schar von Zuhörern die begeisterte Musil-Leserin Ninon Hesse. Ihre Liebe zu diesem Autor teilte ihr Ehemann Hermann freilich nicht.
Ferner Katja und Thomas Mann, der es zuvor abgelehnt hatte, einige einführende Worte für den in schwieriger politischer und finanzieller Lage befindlichen Wiener Kollegen zu sprechen. Nach der Veranstaltung sitzt man einträchtig, wie eine Zeitzeugin berichtet, im freundschaftlichen Austausch von Nichtigkeiten bei einem befreundeten Rechtsanwalt zusammen. Die Begegnung in Zürich scheint mir charakteristisch für die schwierige persönliche Beziehung beider Autoren. Ich deute die Kernproblematik folgendermaßen. Beide beanspruchten stillschweigend den ersten Rang als Literaten ihrer Zeit im deutschsprachigen Kulturraum und kämpften um einen der oberen Plätze im ewigen Pantheon des Dichterölms. Hermann Broch wies schon 1933 beiden Autoren diesen Rang gleichermaßen zu. Öffentlich zollten sich beide allerdings nur Anerkennung und Huldigung. Sie kannten und schätzten gegenseitig ihre wichtigsten Werke. Sie empfehlen sich wechselseitig als Weltliteraten neben Joyce und Proust. Im Empfehlungsschreiben Thomas Manns für Musil vom 24. September 1941 heißt es, da befindet sich ja Thomas Mann bereits im amerikanischen Exil und deshalb ist das Zitat auf Englisch, his name, also his Musils, his name will go its way around the earth like the name of a Joyce or Proust. Und im Brief Musils an Johannes von Alesch vom 15. März 1931 nennt er drei Namen an erster Stelle für den, Zitat, Roman unserer Generation, Thomas Mann, Joyce, Proust. Die Nachwelt wird das bestätigen. Was die öffentliche Anerkennung anbetrifft, so sprachen die Verkaufszahlen seiner Bücher und schließlich der Nobelpreis 1929 zunächst für Thomas Mann. Musil war weniger erfolgreich, nicht nur was die Verkaufszahlen seiner Bücher anging. Die Kritiker waren voll des Lobes und erkannten den außergewöhnlichen Rang des Mann ohne Eigenschaften sogleich. Sondern er war auch weniger erfolgreich auf dem kulturpolitischen Parkett. So wurde er nicht in die Sektion für Dichtung der Preußischen Akademie der Künste aufgenommen, obwohl Theodor Deubler ihn vorgeschlagen hatte und Thomas Mann den Vorschlag unterstützte, mit der seltsamen Begründung, er sei zu intelligent für einen Dichter. Musil erkennt sehr genau die Gründe für seinen relativen, muss man immer sagen, öffentlichen Misserfolg, wenn er im Tagebuch notiert, Thomas Mann und ähnliche schreiben für die Menschen, die da sind. Ich schreibe für Menschen, die nicht da sind. Das wird sich übrigens wirklich bestätigen, wie Sie dann auch gleich sehen werden. Als Musil 1938 nach dem Anschluss Österreichs in die Schweiz emigriert, bemüht sich Thomas Mann von Beginn an um Unterstützung und Hilfe für den notleidenden Musil, auch wohl aus der eigenen Tasche. Musil und seine Frau wohnten zu Beginn der Emigration im Oktober und November 1938 in einer Pension in Zürich zusammen mit Monika Mann und ihrem späteren Ehemann Jenü Lanyi. Beide Paare befreundeten sich. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die beiden Platzhirsche der deutschen Literatur sich öffentlich in Vorträgen, Zeitungsartikeln und gegenseitigen Briefen höflich anerkennen und achtungsvoll behandelten und im intimen Tagebuch durchaus lästerten, wie auch in Briefen an Dritte. Das gilt für beide und zahlreiche Beispiele ließen sich beibringen. Hier nur eins. Musils Tagebuch notiert, gegen Thomas Mann ließe sich einwenden, dass er an einen Knaben erinnert, der onaniert hat und später Familienvater wird. Aber Mann nimmt seinen Figuren die Geschlechtsteile wie Gipsstatuen. Etwas vergleichbar Böses habe ich bei Thomas Mann nicht gefunden. Bedeutsamer als diese von gewissen Autoren Eitelkeiten, nicht freien Beziehungen, sind die geistigen Wahlverwandtschaften. Ohne jeden Zweifel gehören Musil und Thomas Mann aus der Sicht der zweiten Hälfte des 20. und des 21. Jahrhunderts neben Joyce, Proust, Kafka zu den größten und bedeutendsten Dichtern des 20. Jahrhunderts. Der Ausdruck, die Größten, wenn er irgendeinen substanziellen Sinn haben soll, besagt, dass jeder Dichter auf seine Weise durch seine sensitive Angeschlossenheit an Zeit und Zukunft, Sehertum also, wie Thomas Mann in seinem Essay Goethe und Tolstoi schreibt,
als Analytiker und Deuter seiner Zeit zu, wie Musil schreibt, zur geistigen Bewältigung der Welt beiträgt. Was uns Nachgeborenen zum vertieften Verständnis unserer verhängnisvollen europäischen Vergangenheit verhelfen kann, und anders möchte ich meinen als die Schriften der Historiker und Philosophen. Wahlverwandtschaft also. Beide, 1875 Mann und 1880 Musil, geboren, nähren sich aus einer zeitgenössischen Hauptquelle als Bildungsfaktor, Nietzsche. Sie gehören mit den anderen großen Geistern ihrer Zeit zu einer Problemgemeinschaft, die von den Formen geprägt sind, in die Nietzsche diese Probleme gebracht hatte. Dazu als Nebenquelle Freud. Nietzsche lehrt, welche Kräfte und Mächte den Zerfall der großbürgerlichen Wertewelt des 19. Jahrhunderts bewirken. Er ist der Analytiker und Prophet ihres Untergangs. Die geistige Welt Thomas Manns wird ergänzt durch seine Vorlieben für Schopenhauer und Wagner, an denen er festhält, auch wenn die Freundschaft zu Wagner brüchig und durch Nietzsches Kritik an Wagner gleichsam geläutert ist. Musils Wahlverwandte, und das markiert nun eine Abweichung, die sich zu einer entschiedenen Divergenz ausbilden wird, Musils Wahlverwandte gesellen sich in seinem naturwissenschaftlich-mathematischen Werdegang. Vor allem der Physiker und Philosoph Ernst Mach, über den er promoviert, darf in seinem Einfluss auf die Bildungsmächte seiner Zeit nicht unterschätzt werden. Der Faktor Nietzsche und Freud wird bei Musil gleichsam gezähmt durch die Ausbildung als Maschinenbauingenieur und Experimentalpsychologe bei Karl Stumpf und Hornbostel. Ich komme damit zu meinem zweiten kleineren Kapitel, Ohne Dichtung keine Wahrheit, zur Funktion von Literatur. Der Titel und die Ankündigung meines Vortrags hätten auch unter der Überschrift Aufklärung und Romantik oder Zwei Seelen in einer Brust stehen und damit etwas typisch Deutsch-Faustisches ansprechen können. Doch das typisch Deutsche und etwas typisch ist auch etwas typisch menschheitlich-universelles. Denn es betrifft die Anachronie des Menschen, in einer modernen Zeit leben zu müssen und ein zutiefst unmodernes Wesen zu sein. Auch Ernst Bloch führt den Faschismus auf diese Erscheinungsform der Ungleichzeitigkeit, der Anachronie, zurück. Er schreibt in Erbschaft dieser Zeit: Nicht alle sind im selben Jetzt da. Sie sind es nur äußerlich, dadurch, dass sie heute zu sehen sind. Damit leben sie aber noch nicht mit den anderen zugleich. Sie tragen vielmehr Früheres mit, das mischt sich ein. Zitat Ende. Dieser Konflikt ist heute so aktuell wie damals. Lassen Sie mich ein persönliches Wort einfügen. Als gleich nach dem Zweiten Weltkrieg Geborener treibt mich die Frage immer noch und immer schon um, wie es dazu kommen konnte. Zu jener von Deutschen und Deutschland, also meinen Eltern und Großeltern, ausgehenden Barbarei. Wer es zu einer von einem Kulturvolk ausgehenden, wie es zu einer von einem Kulturvolk ausgehenden Völkervernichtung, die alle Gräueltaten anderer Völker, Volksstämme und Nationen in den Schatten stellt, kommen konnte. Thomas Mann schreibt in Deutschland und die Deutschen am 29. Mai 1945, also gleich nach Kriegsende: Man hat zu tun mit dem deutschen Schicksal und deutscher Schuld, wenn man als Deutscher geboren ist. Wer imstande ist, den Schrei der Opfer zu vernehmen, verlangt nach Erklärungen. Ich habe es von meinen Eltern, Onkeln und Tanten wissen wollen und nur die Antwort erhalten: Ihr könnt heute nicht verstehen, wie es damals war. Und vielleicht noch das Schlagwort Weltwirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit. Ansonsten Schweigen. Vielleicht habe ich auch nicht nachdrücklich genug gefragt, nicht insistiert. Wen also können wir fragen? Geschichtswahrheiten beruhen auf Autorität und Zeugnis, dem Ansehen des Erzählers und seiner Glaubhaftigkeit. Und worauf gründet sich die Glaubhaftigkeit? Möglicherweise auf jene Art von künstlerischer Begabung, von der Thomas Mann sagt, sie gestalte, Zitat, wie die Natur selbst oder wie Shakespeare und Goethe, in deren Werken jede Person,
Und wäre sie der Teufel selbst, während sie so dasteht und redet, Recht behält, weil sie so objektiv aufgefasst ist. Denn sie ist wie die Natur selbst aus einem inneren Prinzip entwickelt, vermöge dessen ihr Sagen und Tun als natürlich, mithin als notwendig auftritt. Damit will ich nichts gegen die wissenschaftliche Geschichtsschreibung sagen. Doch diese liefert zumeist nur die Vorbedingungen, die notwendigen Fakten zum Verstehen historischer Wahrheiten. Ohne Dichtung gibt es kein wirkliches Verstehen für die, die nicht dabei waren. Sie kompensiert, wie unzulänglich auch immer, Erfahrung und bringt sie auf die Spur des Denkens. Natürlich kann auch ein Goethe irren, und er hat sich gelegentlich geirrt. Wir dürfen nichts ungeprüft hinnehmen. Die geistige Arbeit des Verstehens nimmt uns keiner ab. Mit Thomas Manns Worten bedeutet Dichtung, Zitat, beinahe nichts anderes als Wirklichkeitskritik durch den Geist. Bei den großen Dichtern gehen die entzaubernde Analyse der Tatsachen und die verzaubernde Imagination Hand in Hand. Sie sind Don Quixote und Sancho Panza in einer Person. Erscheint uns nicht zum Beispiel Naphta im Zauberwerk als wahrhaftige, lebendige Verkörperung eines Glaubensfanatikers, der produktionstechnisch zusammengesetzt ist aus zeittypischen Diskursen des Kommunismus und Nationalismus sowie der mittelalterlichen Weltanschauung, die vorgängig vom Autor analysiert sein müssen? Und zeichnet es nicht Thomas Mann aus, wenn er die eigene Nähe zu protofaschistischen Einstellungen vor dem Ersten Weltkrieg konstatiert? Zitat aus Bruder Hitler: Der Tod in Venedig weiß manches von der Absage an den Psychologismus der Zeit, von einer neuen Entschlossenheit und Vereinfachung der Seele, mit der ich es freilich ein tragisches Ende nehmen ließ. Ich war nicht ohne Kontakt mit den Hängen und Ambitionen der Zeit, mit dem, was kommen wollte und sollte, mit Strebungen, die 20 Jahre später zum Geschrei der Gasse wurden. So wird das Zitat. Es spielen natürlich auch Erfahrungen, Zeiterfahrungen eine Rolle, die in eine Form gebracht werden müssen. Es geht um die Rekonstruktion geistiger Lebensformen. Dazu gehören das Zeiterleben oder Zeitbewusstsein, was man auch manchmal den Zeitgeist nennt, das Selbst- und Weltbild, die Wertvorstellungen und Sinndeutungen. Jan Assmann hat in einem Aufsatz geradezu aufgefordert, Thomas Mann als Wissenschaftler ernst zu nehmen. Zu Recht zitiert er eine Bemerkung Manns, er habe in den Buddenbrooks den Zusammenhang von protestantischer Ethik mit dem Geist des Kapitalismus schon vor Weber und Sombart gestaltet. Musil hingegen wurde von der Forschung immer auch als Wissenschaftler rezipiert. Man spricht auch von Mann und Eigenschaften als einem epistemologischen Roman, wozu auch die von Thomas Mann zu zählen sind. Ich komme zum dritten Kapitel, das Problem. Die Kinder nannten ihn den Zauberer. Lieber Zauberer, so beginnt noch der Geburtstagsbrief der 40-jährigen Tochter Erika zum 70. an den Vater, aus dem wir auch erfahren, warum sie ihn den Zauberer nannten. Sie schreibt: Du brauchst nur vorzulesen, Lieber, und Ort und Zeit verschwimmen ins Träumerische. Das Bild des Endzauberers prägt zu jener Zeit und bis heute Max Weber mit dem Satz aus Wissenschaft und Beruf, dass man, Zitat, alle Dinge im Prinzip durch Berechnen beherrschen könne. Das aber bedeutet die Entzauberung der Welt. Umso mehr hatten nach der Jahrhundertwende Geschäfte, vor allem Buchgeschäfte mit der Seele, Konjunktur. Viel gelesen und beachtet waren Schriften wie Walter Rathenaus zur Mechanik des Geistes oder vom Reich der Seele, 1912, oder Ludwig Klages, der Geist als Widersacher der Seele, 1929 bis 1932, in Aufsätzen seit 1910. So viel Interesse an der Seele hat sonst nur noch der Teufel. Musil bringt diesen Sachverhalt auf ironische Formeln wie die Vereinigung von Seele und Wirtschaft oder ein Generalsekretariat der Genauigkeit und Seele.
Fragwürdig bleibt allerdings, ob wirklich alle Dinge berechenbar sind oder zumindest in welchem Grad sie berechenbar und ob sie dann beherrschbar sind. Für Thomas Mann entzieht sich beispielsweise der, Zitat, Primitivierungsprozess, den er im NS-Staat erkannte, als, Zitat, eindrucksvollster Projektion des Unbewussten in die Realität aller Erkenntnis, Aufklärung, Analyse, allen Fortschritten des Wissens vom Menschen. Das ist sehr, in Bruder Hitler ist das Zitat zu finden, das ist sehr pessimistisch formuliert. Er selbst nennt das Ressentiment der schlecht weggekommenen und die Minderwertigkeitsgefühle des deutschen Volkes nach dem verlorenen Krieg als Gründe für den Primitivierungsprozess, der damit natürlich noch nicht vollständig aufgeklärt ist. Thomas Nipperdey, also ein Historiker, ein führender Historiker, spricht schon für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg von einem emotionalisierten Chauvinismus, einem imperialistischen Fieber und Hochrüstungsgeschrei, und er weist auf die zunehmende Bedeutung der öffentlichen Meinung hin, die bei den Politikern einen irrationalen Druck erzeugt habe. Also damals wie heute. Bedeutung der öffentlichen Meinung, die bei den Politikern einen zunehmend irrationalen Druck erzeugt hat. Kollektive Erregungszustände lassen sich rational schwer fassen. Und genau hier beginnt das Herrschaftsgebiet der Dichtung, der entzaubernden Zaubereien oder fantastischen Genauigkeit, wie Musil sagt, die Gleichnis und Wahrheit verbinden, also das Denken in Analogien und Gleichnis und kausalen Logik Wahrheit. Diese beiden Pole fasst Musil in seinem großen Romanwerk Der Mann ohne Eigenschaften folgendermaßen zusammen, beziehungsweise stellt sie folgendermaßen dar, als das Herrschaftsgebiet der Dichtung. Denn soweit die menschliche Geschichte zurückreicht, lassen sich diese beiden Grundverhaltensweisen des Gleichnisses und der Eindeutigkeit unterscheiden. Eindeutigkeit ist das Gesetz des wachen Denkens und Handelns, das ebenso in einem zwingenden Schluss der Logik wie in dem Gehirn eines Erpressers waltet, der sein Opfer Schritt um Schritt vor sich herdrängt. Und sie entspringt der Notdurft des Lebens, die zum Untergang führen würde, wenn sich die Verhältnisse nicht eindeutig gestalten ließen. Das Gleichnis dagegen ist die Verbindung der Vorstellungen, die im Traum herrscht. Es ist die gleitende Logik der Seele, der die Verwandtschaft der Dinge in den Ahnungen der Kunst und Religion entspricht. Aber auch, was es an gewöhnlicher Neigung und Abneigung, Übereinstimmung und Ablehnung, Bewunderung, Unterordnung, Führerschaft, Nachahmung und ihren Gegenerscheinungen im Leben gibt, diese vielfältigen Beziehungen des Menschen zu sich und der Natur, die noch nicht rein sachlich sind und es vielleicht auch nie sein werden, lassen sich nicht anders begreifen als in Gleichnissen. Ohne Zweifel ist das, was man die höhere Humanität nennt, nichts als ein Versuch, diese beiden großen Lebenshälften des Gleichnisses und der Wahrheit miteinander zu verschmelzen, indem man sie zuvor vorsichtig trennt. Verschmelzen, Zauberei, trennen, Analyse, Entzauberei. Ich zitiere Musil noch ein wenig weiter. Er schreibt, eine Übersicht der Gründe, der Verknüpfungen, der Einschränkungen, der fließenden Bedeutungen menschlicher Motive und Handlungen, nicht im Sinn kausaler Rationalität, gehört zu einer Auslegung des Lebens, ohne die es nie zur Lösung großer Ordnungsaufgaben kommen wird. Eine solche Auslegung des Lebens leisten die zwei großen Romane, auf die ich nun zu sprechen komme. Es folgt das vierte Kapitel, das jetzt etwas länger wird, wie auch das fünfte, zwei Romane. Ich
möchte anhand der beiden großen, in mancherlei Hinsicht komplementären Romane, die im Jahr 1913 spielen und mit dem Kriegsausbruch im August 1914 enden, genauer in diesen Krieg einmünden, und die die Vorgeschichte dieses und die Vorgeschichte des nachfolgenden Weltkriegs erzählen, die ein inneres Bild von der europäischen Vorkriegszeit geben, als Dokumente der, wie Thomas Mann schreibt, europäischen Seelenverfassung und geistigen Problematik im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts lesen. Das kann auch für den Mann ohne Eigenschaften geltend gemacht werden. Die Personen dürfen durchaus als Repräsentanten und Sendboten geistiger Bezirke, Prinzipien und Welten aufgefasst werden, gemäß der Erkenntnis, Thomas Mann im Zauberwerk, ich zitiere, gemäß der Erkenntnis, der Mensch lebt nicht nur sein persönliches Leben als Einzelwesen, sondern bewusst oder unbewusst auch das seiner Epoche und Zeitgenossenschaft. Die Probleme des Zauberwerks, sagt Thomas Mann, brannten der gebildeten Masse auf den Nägeln. Warum erzählen sie aber auch ein inneres Bild der nachfolgenden Epoche? Weil die Zeit vor 1914 mit den Erfahrungen der Nachkriegszeit nach 1918 vor allem aus dem Wissen, wie der erste Krieg für das Deutsche Reich und die KOK-Monarchie ausgegangen war, erzählt wird. Denn die Schreibzeit des Zauberwerks datiert von 1919 bis 1924 und die des Mann ohne Eigenschaften von 1919 bis zu Musils Tod im Jahr 1942. Zum Zauberwerk notiert das Tagebuch am 17.04.1919: Der Krieg musste erst als Anfang der Revolution deutlich werden, sein Ausgang nicht nur da sein, sondern auch als Scheinausgang erkannt sein, bevor er den Zauberwerk weiter schreiben konnte, beziehungsweise wieder die Vorarbeiten wieder aufnehmen konnte. Eine Ähnlichkeit zwischen beiden Romanen besteht auch darin, dass die beiden Protagonisten Ulrich und Hans Castorp Urlauber vom Leben genannt werden können. Befindet sich dieser gewissermaßen über dem Leben in seinem Bergsanatorium, so nimmt sich jener Mann ohne Eigenschaften explizit ein Jahr Urlaub vom Leben, um seine Möglichkeiten zu erproben. Eigenschaftslosigkeit bedeutet nicht Charakterlosigkeit, sondern die Kontingenz der Eigenschaften, die man hat. Man kann auch andere haben. Warum Urlaub vom Leben? Das hat zuerst romanstrategische Gründe. Ulrich und Hans Castorp können, entlastet von den unmittelbaren Handlungszwängen von Beruf und Alltag, als nachdenkende Beobachter eingeführt werden. Hans Castorp bleibt selbst im Begehren zu Claudia Schoscha weitestgehend Beobachter. Der Mann ohne Eigenschaften wird den Straßenverkehr beobachtend und sogar zählend eingeführt. Beobachtungen, Reflexionen und Gespräche bilden in erster Linie das Textgewebe beider Romane und nicht so sehr Handlungen des traditionellen epischen Erzählens. Der rote Faden der Erzählung ist gerissen, worüber der Roman Mann ohne Eigenschaften selbst reflektiert. Thomas Mann und Robert Musil haben den modernen Roman als intellektuellen Geistesroman bestimmt. Jener, also Thomas Mann, verteidigt die Handlungsarmut des Mann ohne Eigenschaften, von dem man gesagt hat, es sei gar kein ordentlicher Roman, in seiner Lobrede auf Musil. Dies funkelnde Buch, schreibt er, das zwischen Essay und epischem Lustspiel sich in gewagter und reizender Schwebe hält, ist Gottlob kein Roman mehr. Ist es darum nicht mehr, weil, wie Goethe sagt, alles Vollkommene in seiner Art über seine Art hinausgehen und etwas anderes Unvergleichbares werden muss. Im gleichen Sinn schreibt Musil, und es ließen sich zahlreiche Zitate anführen, der Roman unserer Generation, Thomas Mann, Joyce, Proust und so weiter, hat sich allgemein vor der Schwierigkeit befunden, dass die alte Naivität des Erzählens der Entwicklung der Intelligenz gegenüber nicht mehr ausreicht. Auch inhaltlich gibt es gute Gründe für Urlaub vom Leben. Die Protagonisten müssen nicht arbeiten und sich nicht mit dem Elend Wirklichen abgeben. Eine Darstellung sozialer Wirklichkeit gehört nicht zu den Intentionen ihrer Autoren.
Sie wird allenfalls am Rand angedeutet. Es geht vielmehr darum, den Geist der Zeit einzufangen. Nehmen wir das Jahr der beiden Romane 1913. Zahlreiche Zeugnisse aus dem August 1914, auch von Thomas Mann und Robert Musil, bezeugen eine Sinndeutung des Kriegsausbruchs als reinigendes Gewitter, als notwendige Klärung unhaltbar gewordener Verhältnisse, als Erlösung vom Leiden an der Zeit, die sich 1913 sozusagen verdichtet hatten. Erlösung ist der letzte Ausweg, wenn es keine Lösung gibt. Der Zerfall und Zusammenbruch der Donaumonarchie und des Kaiserreichs waren letztlich die Folgen der Hegemonieansprüche der europäischen Nationalstaaten im Zeitalter des Imperialismus. Darüber hinaus versuchen beide Romane aber auch eine Gesamtdeutung der Epoche zu geben, als eine Epoche der Extreme, wie Hobsbawm, der Historiker Hobsbawm schrieb, in deren Bann auch der eigentlich gar nicht extrem eingestellte Hans Castorp gerät, Zitat Zauberwerk, unwissend, dass gerade das mittlere und gemäßigte hier in Davos, ortsfremd und nur die Wahl zwischen Extremen gegeben war. Das vordergründige Telos beider Romane ist freilich der historische Donnerschlag steht im Zauberwerk, der Kriegsausbruch im August 1914. Übrigens ist Thomas Mann schon damals von der mitbewirkten Kriegsschuld der Mittelmächte überzeugt. Er bezeichnet im Zauberwerk das Ultimatum an Serbien, Zitat, als Beleidigung der Menschheit und grauenhaftes Verbrechen. Lange bevor Fritz Fischers Griff nach der Weltmacht von 1961 den Anteil der Kriegsschuld der Mittelmächte aufdeckt. Das deutsche Volk befand sich ja in dem schönen Wahnglauben, sie wären sozusagen in diesen Krieg völlig unschuldig hineingezogen worden. Es zeichnet ferner die Protagonisten beider Romane aus, dass sie Zöglinge von Realgymnasium und Kadettenanstalt und von Beruf Ingenieur respektive Mathematiker sind, Ingenieur und Mathematiker, also von Berufswegen eigentlich rational denkende Menschen. Die Ideologen als Zeitgeistträger beider Romane sind andere. Settembrini und Naphta, Arnheim und Graf Leinsdorf, und ihr Auftreten bedeutet zugleich eine Kritik der Autoren am Zeitgeist. Während aber Hans Castorp, wie Thomas Mann, dem Einfluss der Musik unterliegen, gehorcht Musil dem der Mathematik, insbesondere der Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie. Und das führt denn doch zu einem etwas anderen Bild, das sie von den geistigen und gesellschaftlichen Mächten und Kräften in Kultur und Politik ihrer Zeit zeichnen, wobei beide Ansichten ihre Berechtigung haben. Als der Kriegsausbruch dann da ist, sieht sich Hans Castorp, Zitat, entzaubert, erlöst, befreit, nicht aus eigener Kraft. Der ebenso brüchige wie kranke Zauber der großbürgerlichen Vorkriegszeit ist gelöst. Die Kräfte, die imperialen Machtansprüche der Großmächte, deren feudale Struktur sich zugleich in der KOK-Monarchie im Deutschen Reich und im zaristischen Russland zersetzt hatte, brechen hervor. Die innere ideologische Resonanz des intellektuellen Europa bilden der Jargon des Unbedingten, des, Zitat Zauberwerk, heiligen Terrors des kommunistischen Gottesstaates. Und auch auf Seiten der Humanisten, also Settembrinis, findet sich die Rede von der bindungsvollsten Gemeinschaft, mit anderen Worten etwas Zauberhaftes und Verzaubertes im menschlichen Zusammenleben, beschworen gegen die Entzauberung der modernen Welt, vor allen Dingen der modernen Warenwelt, der Herrschaft des Kapitals, der Anonymität der Massengesellschaft, kurzum gegen die ganze moderne, entzauberte Lebenswelt. Das ist Zeitgeist, der sich aus zahlreichen Quellen speist, um eine beispielhaft zu nennen, Hamsuns Segen der Erde, den Thomas Mann mit Bewunderung liest. Ich zitiere aus seinem Tagebuch, ein herrliches Werk und, obgleich völlig unpolitisch,
in tiefem Kontakt mit allerneuesten Sehnsucht. Die Verherrlichung des Einödbauern, der ländlichen Selbstgenügsamkeit, der Hass auf die Stadt, die Industrie, den Handel, die Ironisierung des Staates, das alles ist dichterisch empfundener Kommunismus oder richtiger menschlich-poetischer Anarchismus ohne Zweifel. Auch der Faschismus speiste sich aus diesen Quellen. Der Traum von einem paradiesischen, gottesunmittelbaren Anfangs- und Endzustand der Menschheit wurde immer wieder geträumt. So auch von Settembrini und Naphta. Doch gerade dieser Traum eines idealen Gesellschaftszustandes gebiert Terror und Gewalt. Gottes Eifer kann nicht pazifistisch sein, bemerkt Naphta. Gottes Eifer kann nicht pazifistisch sein. Nicht erst im Dr. Faustus ist intellektueller Hochmut gepaart mit seelischer Altertümlichkeit des Teufels. Bereits im Zauberwerk repräsentiert Naphta den Typus der seelischen Altertümlichkeit und das Bedürfnis nach einem geschlossenen Weltbild. Thomas Mann hat für dessen Rede ausführlich eigens Geschichte und System der mittelalterlichen Weltanschauung konsultiert. Das gilt nicht im gleichen Maße, aber tendenziell auch für den altertümlichen Humanismus Settembrinis, der nach dem Ersten Weltkrieg auch für Thomas Mann erniedrigt oder tot ist, wie es in einem Brief heißt. Konsequenz, man muss einen neuen gründen. Der Grundwiderspruch, und dann komme ich wirklich allmählich zu meinem eigentlichen Problem und Thema, der Grundwiderspruch, also das, was ich vorhin am Anfang schon mal die Anachronie nannte, der Grundwiderspruch zwischen seelischer Altertümlichkeit und intellektuellem Hochmut wird schon in einem der ersten Sätze des Mann ohne Eigenschaften benannt. Zitat, die Überschätzung der Frage, wo man sich befinde, stammt aus der Hordenzeit, wo man sich die Futterplätze merken musste. Hitlers Vernichtungskrieg gegen den Osten ist offiziell mit der Notwendigkeit, Futterplätze für das deutsche Volk erobern zu müssen, geführt worden. Schon in Mein Kampf spricht Hitler von, Zitat, Ostpolitik im Sinne der Erwerbung der notwendigen Scholle für unser deutsches Volk. Das war nicht die Vorstellung eines einzelnen Verblendeten, sondern integraler Bestandteil einer deutschen Ideologie der Zwischenkriegszeit. Das beweist zum Beispiel die Auflagenhöhe eines keineswegs nationalsozialistischen Bestsellers wie der Roman von Hans Grimm, Volk ohne Raum. Übrigens nach dem Kriege nochmal aufgelegt, 47 glaube ich, und in fast Millionen Auflagen. Das Problem der Anachronie, dass wir gleichzeitig in verschiedenen Zeiten leben, hat ihren Grund in der Ungleichzeitigkeit und Widersprüchlichkeit von Vernunft und Gefühl. In den geheimen Absprachen zwischen unserer Großhirnrinde und dem limbischen System, das unsere Gefühle verwaltet, um mich physiologisch auszudrücken. Mit den Worten Thomas Manns in einem Brief 1934, es gibt in der europäischen Literatur der Gegenwart eine Art von Ranküne gegen die Entwicklung des menschlichen Großhirns, das mir nie anders denn als eine snobistische und alberne Form der Selbstverleugnung erschienen ist. Ratio und Gefühl lassen sich im Menschen nicht immer widerspruchslos vereinigen. So nennt Thomas Mann sich einen Vernunftdemokraten und Gefühlskonservativen oder auch Herzensmonarchist und Vernunftrepublikaner. Sie sehen zwei Seelen in einer Brust. Musil bemerkt, dass der, Zitat, Intellekt nicht der Feind des Gefühls ist, sondern der Bruder, wenn auch gewöhnlich der Entfremdete. Darin steckt nicht zuletzt das Problem unseres Menschseins, das zurückgeht auf das Missverhältnis zwischen dem Ursprung unserer Leidenschaften in der Evolutionsgeschichte und den Zielen, die wir uns heute setzen.
Es handelt sich also zutiefst um ein anthropologisches Problem, das es gilt als politisches Problem zu begreifen, als ein Problem von Gesellschaft und Gemeinschaft, näher noch als ein energetisches Problem. Denn nicht das vernünftige Nachdenken, sondern die mehr oder weniger blinden Leidenschaften setzen die Kräfte frei, die Ideen, Ideale und Ideologien beflügeln und in die Tat umsetzen. Hitler zum Beispiel war nach Musil einfach ein, Zitat, Person gewordener Affekt, ein sprechender Affekt. Und zugleich ein Resonanzboden der Affekte des gedemütigten deutschen Volkes. Und er war der Auffassung, dass wir zu wenig Verstand in Sachen des Gefühls hätten. Er versuchte da durchaus Verstand hineinzubringen. Und Thomas Manns kulturkritische Dialektik bringt in den Betrachtungen eines Unpolitischen den Gegensatz von Vernunft und Gefühl in den von Zivilisation, Vernunft und Kultur, Gefühl, also Kultur gleich Deutschtum, Aufklärung, Vernunft und Romantik, ne, Vernunft, Gefühl, Staat, Vernunft versus Vaterland, Gefühl, Enthusiasmus versus Geschäftsgeist. Zitat Thomas Mann, es ist wahr. Die Völker als mythische Individuen anzuschauen, ist eine primitiv-volkstümliche Anschauungsweise. Und Patriotismus selbst möchte eine Ergriffenheit von eher mythisch-primitiver als politisch-geistiger Natur bedeuten. Um einen Künstler aber, dem das Primitive ein durchaus fremdes Element, der jenes Rückfalls ins Primitive durchaus unfähig geworden wäre, stünde es, glaube ich, nicht gut. Und gerade deshalb vermag er uns verständlich zu machen, was so etwas wie die kollektive Mentalität jener Zeit gewesen sein mag. Die Protagonisten des Mann ohne Eigenschaften erleben den Phasenunterschied, wie Musil schreibt, den Phasenunterschied der gelebten Zeiten als diffuse innere Unruhe. Und der Stil des großen Jahrhundertromans Der Mann ohne Eigenschaften erfährt seine ironische Brechung gerade in der Darstellung der Versuche, diese Widersprüche zu verdrängen, zu ideologisieren, zu verleugnen. Ja, man könnte auch sagen, durch vielfältiges und ausschweifendes Gerede in Geist zu verwandeln. Nur ein Beispiel. Vom Grafen Leinsdorf heißt es, jetzt folgt ein etwas längeres Zitat, so religiös seine erlaucht war, so wenig verschloss er sich als ein von Verantwortung durchdrungener Geist, der überdies auf seinen Gütern Fabriken betrieb, der Erkenntnis, dass sich heute der Geist in vielem der Bevormundung durch die Kirche entzogen habe. Denn er konnte sich nicht vorstellen, wie zum Beispiel eine Fabrik eine Börsenbewegung in Getreide oder eine Zuckerkampagne nach religiösen Grundsätzen zu leiten wäre, während andererseits ohne Börse und Industrie ein moderner Großgrundbesitzer rationell nicht zu denken ist. Und wenn seine Erlaucht den Vortrag seines Wirtschaftsdirektors empfing, der ihm zeigte, dass in Verbindung mit einer ausländischen Spekulantengruppe ein Geschäft besser zu machen sei, als an der Seite des heimischen Grundadels, so musste seine Erlaucht sich in den meisten Fällen für das Erste entscheiden. Denn die sachlichen Zusammenhänge haben ihre eigene Vernunft, der man sich nicht einfach nach Gefühl entgegenstellen kann, wenn man als Leiter einer großen Wirtschaft die Verantwortung nicht für sich allein, sondern auch für ungezählte andere Existenzen trägt. Es gibt etwas wie ein fachliches Gewissen, das unter Umständen dem Religiösen widerspricht. Und Graf Leinsdorf war überzeugt, dass selbst der Kardinalerzbischof dabei nicht anders handeln konnte als er. Freilich war Graf Leinsdorf auch jederzeit bereit, dies in öffentlicher Herrenhaussitzung zu bedauern und die Hoffnung auszusprechen, dass das Leben zu der Einfachheit, Natürlichkeit, Übernatürlichkeit, Gesundheit und Notwendigkeit der christlichen Grundsätze wieder zurückfinden werde. Zitat Ende. Es folgt mein letztes Kapitel, Heilige Gefühle.
Ich bin weiterhin auf der Suche nach der mentalitätsgeschichtlichen Vorgeschichte des Nationalsozialismus, also der Gemütslage des deutschen Volkes, wobei der Begriff Volk auch für Thomas Mann mit Vorsicht zu genießen ist. Mit dem Thema Anachronie hängt ein weiteres archaisches Element zusammen, das auf dysfunktionale Traditionsbestände der Moderne verweist. Das sind emotionale Vergemeinschaftungen außerhalb der traditionellen Familie, die sich allerdings heute auch zersetzt. Es handelt sich vornehmlich um Männerbünde, ähnlich den alten Mönchsorten. Männergesangvereine ebenso wie die Freikorps der Weimarer Republik oder die SS sind darunter zu verstehen. Dagegen behauptet Thomas Mann schon in den Betrachtungen eines Unpolitischen die Würde des Individuellen. Im Zauberwerk verkörpern Settembrini und Naphta die entgegengesetzten Positionen des Individuellen und des Kollektiven. Settembrini selbst nicht frei von der bindungsvollsten Gemeinschaft zu schwärmen und von einem neuen Jerusalem als Erbe der griechisch-römischen Zivilisation, allerdings ironisch gebrochen und somit kritisch kommentiert vom Erzähler. Settembrini verkörpert vielleicht Bruder Heinrich mehr als Thomas Mann selbst. Settembrini also kommentiert die Reden Naphtas vom kommunistischen Gottesstaat und heiligen Terror sehr zutreffend. Ich zitiere: Es gab auch nicht den Einzelnen in seiner kritischen Würde, sondern nur die alles verschlingende und ausgleichende Gemeinschaft, den mystischen Untergang in ihr. Dem zustimmend formuliert Naphta die Idee des Männerbundes, wie sie nahtlos auch für die SS gelten wird. Zitat: Die Idee des Bundes überhaupt ist untrennbar und schon in der Wurzel verbunden mit der des Unbedingten. Folglich ist sie terroristisch, das heißt antiliberal. Sie entlastet das individuelle Gewissen und heiligt im Namen des absoluten Zweckes jedes Mittel, auch das blutigste, auch das Verbrechen. Zitat Ende aus dem Zauberwerk. Klarer kann man es nicht sagen. Damit ist der Terror jedenfalls anspruchsvoller begründet als im Befehlsnotstand, auf den sich die SS-Größen nach dem Krieg hinausredeten. Die Idee des Bundes, ich zitiere es noch einmal, ist untrennbar schon an der Wurzel verbunden mit der des Unbedingten. Folglich ist sie terroristisch. Sie entlastet das individuelle Gewissen und heiligt im Namen des absoluten Zweckes jedes Mittel, auch das blutigste, auch das Verbrechen. Da gibt es dann keine Grenzen mehr. Auch Musil setzt sich kritisch mit den heiligen Gefühlen archaischer Gemeinschaftskulte auseinander, die schließlich noch die moderne Gesellschaft durchdringen. Ich zitiere aus dem Mann ohne Eigenschaften: Und doch ist auch etwas an dem sogenannten heiligen Gefühl der Familie daran, an diesem Aufgehen ineinander, dem Einanderdienen, der selbstlosen Bewegung in geschlossenem Kreis. Gewöhnlich ist dieses kollektive Ich ja nur ein Kollektiv-Egoist und dann ist starker Familiensinn das Unausstehlichste, was man sich vorzustellen vermag. Ich kann mir dieses unbedingt füreinander einspringen, dieses gemeinsam kämpfen und Wunden tragen, aber auch als ein urangenehmes, tief in der Menschenzeit ruhendes, ja schon in der Tierherde ausgeprägtes Gefühl denken. Dieser Zustand entartet eben leicht, wie es alle alten Zustände tun, deren Ursprung sich verloren hat. Das heißt, es gibt für bestimmte Sinnformen und Gefühlsformen keinen Grund mehr. Sie sind sine ratione, ohne Grund, irrational. Sie sind dann entartet. Aber, das ist das Entscheidende, gerade die dysfunktionalen Ursprünge binden enorme kollektive Energien und vermögen starke Kräfte freizusetzen, die sich der modernsten Techniken bedienen und so die Anachronie rein zum Ausdruck bringen. Sie merken vielleicht schon, dass ich auch unversehens über die Gegenwart rede. Für Thomas Mann war es eine ausgemachte Wahrheit, dass der, Zitat,
Nationalsozialismus nicht etwas den Deutschen von außen aufgezwungenes ist, sondern jahrhundertelange Wurzeln in der deutschen Lebensgeschichte hat, ohne natürlich immer so geheißen zu haben und ohne natürlich deshalb unsterblich sein zu müssen. In einem Brief vom 23.04.1925 findet sich der bemerkenswerte Satz: Die Kandidatur Hindenburgs ist Lindenbaum, gelinde gesagt. Ich habe in der neuen Freien Presse gegen die schändliche Ausbeutung der romantischen Triebe des deutschen Volkes geschrieben und gesagt, dass ich stolz sein werde auf die politische Zucht und den Lebens- und Zukunftsinstinkt unseres Volkes, wenn es am Sonntag darauf verzichtet, einen Recken der Vorzeit zu seinem Oberhaupt zu wählen. Mit dieser Zucht und diesem Zukunftsinstinkt des deutschen Volkes war es, wie die Geschichte zeigt, nicht weit her. Und wie im Zauberwerk Hans Castorp mit dem Todeslied der Romantik auf den Lippen, das er zuvor in der Fülle des Wohllauts auf dem Grammophon spielt, Schuberts Vertonung von Wilhelm Müllers Bekannten am Brunnen vor dem Toro, nicht wahr, dort steht der Lindenbaum, wie er also mit diesem Lied auf den Lippen in den Krieg zieht, so das deutsche Volk in den Zweigen. Denn der Nationalsozialismus, schreibt Thomas Mann, ist reine dynamische Romantik, im Grunde Belletristik. Das schreibt er 1928, das muss man bedenken, da ist ihm das volle Ausmaß der Katastrophe natürlich noch nicht vor Augen gewesen. Aber das klingt nur oberflächlich gesehen wie eine Verharmlosung. Es gehört zur Größe Thomas Manns, wenn er die eigene gefährliche Nähe zur, wie er schreibt, faschistischen Revolution, er schreibt das in dem Moment SC, zur faschistischen Revolution erkennt, von der er sich dann mit umso klareren Worten distanzieren kann. Die protofaschistische Nähe liegt schon in der erzromantischen Konzeption des Tod in Venedig und des Zauberwerks, erzromantische Konzeption, das ist sein eigener Ausdruck, die er den beiden Werken attestiert. In dieser Konzeption, sagt er selbst, liegt der Grund dafür, dass, Zitat, aus dem Guten so oft das Böse kommt. Musil sagt, gute Menschen können eine böse Gemeinschaft bilden. Man könnte sagen, die gute Romantik ist Gottes, die schlechte des Teufelswerk. Das Problem liegt in der Verführbarkeit, im weltfremden Idealismus der deutschen Innerlichkeit. Die Romantik, so möchte ich sagen, ist zu gefährlich für ein Volk, das selbst im Innersten zutiefst romantisch ist. Eingeschworene Liebhaber der anderen, der verstandesmäßig witzigen, der Aufklärung zugewandten Seite der Romantik, also der Ironie, der Satire, dem hohen artistischen Raffinement, dem, was man nicht ohne Ironie das französische Element der deutschen Romantik nennen könnte. Ja, diese Liebhaber könnten vielleicht den Lindenbaum gefahrlos ertragen. Aber diese Seite schätzten die Deutschen ja nicht. Zitat Thomas Mann in Deutschland und die Deutschen: Es ist eine gewisse dunkle Mächtigkeit und Frömmigkeit, man könnte auch sagen Altertümlichkeit der Seele, welche sich den chthonischen, irrationalen und dämonischen Kräften des Lebens, will sagen den eigentlichen Quellen des Lebens, nahe fühlt, die wirksam wurden. Thomas Manns große Rede und Essay von Deutscher Republik aus dem Jahr 1922 zu Gerhard Hauptmanns 60. Geburtstag versucht, die deutsche akademische Jugend und nicht nur sie zur Demokratie zu verlocken, versucht zur Demokratie zu bilden, ja zu erziehen, versucht zu überzeugen, indem er an die eigenen un- oder antidemokratischen Gesinnungen anschließt, eben an das Gemüt und damit an die Romantik, die allerdings zum Obskurantismus der Germanentreue etwa derart verkommen ist, dass, wie Thomas Mann schreibt, der eingefleischteste Romantiker für den vorübergehenden Notfall zum politischen Aufklärer werden könnte. Thomas Mann versucht also nach 1921 die Demokratie und Republik an die Romantik anzuschließen, an Gemütszustände des Volkes und sie sozusagen auf pädagogisch geschickten Wege den stutzigen und trutzigen Volksgenossen plausibel zu machen. Letztlich, wie die Geschichte bewiesen hat, mit wenig Erfolg. Aber der Versuch war aller Ehren wert.
denn wenn nicht so, konnte man die Jugend überhaupt erreichen. Doch nicht wie sein Bruder Heinrich, nicht wie die Asphaltliteraten und Avantgardisten. Die hatten ohne Zweifel ihr Publikum, aber eben nicht die Mehrheit des Volkes. Thomas Mann zitiert in dieser Rede von Deutscher Republik ausgiebig Novalis, der wie kaum ein zweiter Dichter der Romantik die Widersprüche seiner Zeit zwischen Revolution und Restauration spiegelt und mit genialer poetischer Kraft die Gegensätze zu versöhnen versucht. Und er stellt Novalis seinen amerikanischen Bruder im Geist, Walt Whitman, zur Seite, den Sänger der Demokratie. Auch Whitman war überzeugt, dass die Demokratie nur blühen und gedeihen könne, wenn sie nicht nur eine Vernunftangelegenheit von Gesetzen, Wahlen, Parlamenten und so weiter sei, sondern, Zitat, in den Menschenherzen und ihren Fühlen und Glauben Wurzeln fasst. Thomas Mann zitiert hier aus den demokratischen Ausblicken des amerikanischen Dichters. Es scheint ohne eine gewisse hymnische Feierlichkeit nicht möglich zu sein, den Leuten klarzumachen, warum sie Steuern zahlen sollen, wenn ihr Staat funktionieren soll. Hier nun setzt Musil an und geht noch einen Schritt weiter, indem er den Bereich des Gefühls und des scheinbar Nicht-Rationalen, des Nicht-Ratuiden, wie er sagt, mit der Ratio zu durchdringen und zu erfassen versucht. Von einer Tatsache des nicht-ratuiden Gebiets, zum Beispiel, ich zitiere, dem Inhalt der einfachen Aussage, er wollte es, kann man sich niemals ohne unendliche Zusätze eine hinreichend bestimmte Vorstellung machen. Oder man denke an das populäre Beispiel der Abwandlung des Gebotes, du sollst nicht töten. Von Mord über Totschlag, Tötung des Ehebrechers, Duell, Hinrichtung bis zum Krieg. Und sucht man eine einheitliche rationale Formel dafür, so wird man finden, dass sie einem Sieg gleicht, bei dessen Anwendung die Löcher nicht weniger wichtig sind als das feste Geflecht. Sie sehen, er redet in Gleichnissen, in Analogien, in Vergleichen. Thomas Manns Instinkt, wenn man so sagen darf, lag ganz richtig, wenn er dieses Nicht-Ratuide mit dem Romantischen in Verbindung bringt. Die rationale Erfassung entdeckt das Okkasionelle oder Kontingente der Romantik in der Romantik und in der Moderne überhaupt. Und wenn Sie mir noch ein wenig zuhören, das sind nur noch zwei Seiten. Ich komme nämlich jetzt nochmal zu Robert Musil. Musil nun bestimmt den Bereich des Okkasionellen, also des Kontingenten, des Zufälligen im weitesten Sinne, als das Heimatgebiet des Dichters. Das Herrschaftsgebiet seiner Vernunft. Kaum ein größerer Gegensatz, nicht in der Diagnose, aber in der Therapie, lässt sich feststellen, als etwa zwischen Carl Schmitts Kritik der Moderne in seiner politischen Romantik 1919 als, wie Schmitt schreibt, subjektivierter Okkasionalismus, dem Ausdruck für die Angst vor dem Verlust jeglicher Bindung an eine Norm, eine Welt ohne Substanz, ohne feste Führung, geführt nur, zitiert Schmitt, nur von der magischen Hand des Zufalls, the magic hand of chance. Kein größerer Gegensatz also zwischen dieser Betrachtung der Romantik und Musils ironischer Dekonstruktion aller Traditionalismen im Mann ohne Eigenschaften. Musil weiß, dass sich Kontingenzen, also das Okkasionelle, durch mathematische Kalküle berechnen lassen. Die politische Romantik Karl Schmitts wird bei Musil zum Gegenstand der Statistik. Kontingenzen lassen sich mit Hilfe der Statistik und von Wahrscheinlichkeitstheorien berechnen, wie sie in der Versicherungswirtschaft gebräuchlich sind, die in jenen Jahren vor der Jahrhundertwende aufkommt. Mit Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorien hat sich Musil, wie seine Tagebücher belegen, ausführlich mathematisch auseinandergesetzt. Er hat Formeln angeschrieben und berechnet. Gesetz oder Zufall? Das ist die Frage und die nach den Gesetzen des Zufalls. Dort bemerkt Ulrich, wo nicht ein naturwissenschaftliches Gesetz der Kausalität mit der bekannten Fehlertoleranz im Experiment, sondern der Zufall regiert, wird die Sache menschlich spannend. Ulrich erläutert Gerda, die klassisch-humanistisch auf Gymnasium und Universität ausgebildet ist, was stationäre Reihen und Verteilungsfunktionen sind. Zitat,
auch Diebstahl, Notzucht und, soviel ich weiß, Bankerott haben alljährlich ungefähr die gleiche Häufigkeit. Das eröffnet Gerda eine ganz neue Welt, in der sie sich ohnmächtig fühlt. Eine Leitvokabel ist das Wort Durchschnitt, wobei durch den, Zitat, Durchschnitt der tiefsten Sinnlosigkeit, dem Gesetz der großen Zahlen, etwas durchaus Sinnvolles entstehen kann. Oder auch nicht. Man hat es immer mit dem, wiederum Zitat Mosel, mit dem Problem der Effekterzeugung durch nicht intendierte Effektkumulation zu tun oder mit den Worten, die ich schon zitierte, gute Menschen können eine böse Gemeinschaft bilden. Das lässt sich nicht dadurch vermeiden, dass man die Menschen im Moralischen zum Gutsein anhält. Zitat, wenn ich unter Moral die Regelung aller jener Beziehungen verstehen darf, die Gefühl, Fantasie und dergleichen einschließen, so richtet sich darin der Einzelne nach den anderen und hat auf diese Weise scheinbar eine Festigkeit. Aber alle zusammen sind in der Moral über den Zustand des Wahns nicht hinaus. Das Problem lässt sich ganz modern gesprochen, aber ganz im Sinn Musils, der hier wirklich 50 Jahre seiner Zeit voraus ist, nur durch die Konditionierung von Kontingenz bearbeiten, nicht lösen. Also das Konditionierung von Kontingenz heißt nichts anderes, als dass Sie zum Beispiel eine Versicherungspolice abschließen. Dazu bedarf es aber des gesteigerten Möglichkeitssinns. Ulrich, der Mann ohne Eigenschaften, ist ja der Mann der vielen Möglichkeiten und sozusagen der Prototyp eines Menschen, der den Anforderungen der modernen Welt, also gesteigerter Komplexität, nicht mit den traditionellen Reduktionsprogrammen begegnet, wobei Traditionalismus selbst ein solches Reduktionsprogramm ist. Aber lesen wir nur. Ulrich, es gibt viele Möglichkeiten, wie es sein könnte. Worauf Gerda bezeichnenderweise erwidert, wie es sein könnte. Sie denken, so denken sie immer. Nie werden sie die Frage zu beantworten suchen, wie es sein müsste. Also Moral, Ethik, nicht? Ulrich, ihr seid immer so vorschnell. Immer muss ein Ziel, ein Ideal, ein Programm da sein, ein absolutes. Und was am Ende herauskommt, ist ja doch ein Kompromiss, ein Durchschnitt. Damit ist das Problem der jungen Leute im Roman benannt. Und es ist gewiss nicht nur das Problem der jungen Leute im Roman, für die Kompromiss und Durchschnitt wenig attraktiv sind. Die ethische Frage nach dem Sollen, wie es sein müsste, die Ulrich mit einem Vergleich aus der kinetischen Gastheorie beantwortet, zielt ins Herz der Konfliktproblematik der Kulturen. Zitat, nehmen wir an, dass es im Menschen genauso zugeht wie in der kinetischen Gasttheorie. Alles fliegt regellos durcheinander, jedes macht, was es will, aber wenn man berechnet, was sozusagen keinen Grund hat, daraus zu entstehen, so ist es gerade das, was wirklich entsteht. Die Geschichte ist so gesehen eine automatische Drift, eine Verschiebung des wahrscheinlichsten Mittelwerts. Aber nur dann, wenn man nicht ideale Werteprogramme absolut setzt und mit Gewalt totalitär umsetzt, was in the long run immer scheitert. Leider unter Verlust und Opfer von zig Millionen Menschen manchmal. Denn, und hier ist Musil seinerzeit ebenso um mindestens 50 Jahre voraus, auch die Kultur wie die Natur folgt letztlich dem Programm der Evolution. Das heißt, zufällige Veränderung, Selektion, Restabilisierung, und zwar nach chaotischen Gesetzen, nach chaotischen, in Anführungszeichen, Gesetzen, die es nicht erlauben, verlässliche Aussagen über die Zukunft zu machen. Damit habe ich schon die Gedankenlinien bis in die Gegenwart ausgezogen. Hier erweist sich der Wahrscheinlichkeitstheoretiker und Statistiker im Dichter Musil, was das Analyseinstrumentarium angeht, als der, der seiner Zeit weit voraus ist. Während die einen im Verlust substanzieller Werte den Untergang des Abendlandes sehen, versuchen die anderen, weitaus die Minderzahl in der Weimarer Zeit, einfach zu verstehen, wie Gesellschaften und Wertsysteme funktionieren. Es gehört zu den bleibenden Erkenntnissen Thomas Manns, dass der Begriff der Humanität, Menschlichkeit, nur Sinn macht, wenn er im Menschen das Individuelle erfasst, in jedem Menschen die individuelle Persönlichkeit. Nur sie kann Verantwortung tragen und verantwortlich sein und nicht kollektiv. Dieser Individualismus scheint mir eine notwendige Ergänzung
zur entzaubernden Sichtweise Musils, dessen Sozialexperiment mit der Geschwisterliebe scheitert. Wobei man die Unabgeschlossenheit des Romanexperiments mancher Eigenschaften nicht vergessen darf. Er starb 1942 überraschend über der Arbeit am dritten Band. Ja, so ergänzen und bereichern sich Musil und Thomas Mann wechselseitig. Sie bilden das weithin leuchtende Zwillingssternbild der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts und zeugen für das, was für sie das Höchste war, den Geist, das Geistige, dessen Sinn, wie Musil schreibt, aus Verstand, Gefühl und ihrer gegenseitigen Durchdringung besteht. Ich danke Ihnen für das lange Zuhören.